Mahlzeit. Ein Sturm tobt in den Himmelsgewölben über der Hafenstadt. Und ich versuche jetzt irgendwie klarzukommen. Es ist eigentlich mitten am Tag. Ich wollte schon sagen, mitten am helllichten Tag. Stimmt aber gar nicht. Weil helllicht ist dieser Tag keinesfalls. Mach was anderes. Ja, ganz ruhig, Carrasco. Was ist das überhaupt für ein Stock, mit dem du hier unterwegs bist? So, Buddy, wir wollten uns noch ein bisschen unterhalten über... Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lukor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lukor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Hahaha, nee. Ich hab deinen Schlüssel. Du mieser Schläger! Der wird dir nichts nutzen, solange du nicht weißt, wo die Truhe steht. Wo steht die Truhe? Du kennst meinen Preis. So geil. Ich hab dem Typen doch den Schlüssel im Taschendiebstahl abgenommen und der nennt mich mieser Schläger. Es war keine Gewalt im Spiel. Komm zurück, wenn du genug... Ja, okay, wo steht dieser Sarkophag? Nämlich Sarkophag ist auch ein sehr interessantes Thema, aber vielleicht finde ich den ganzen Kram ja auch, ohne ja nochmal zusätzlich Kohle auf den Tisch zu knallen. So, Ukos kennen wir ja noch. Wie gesagt, die eigentliche Diebestour kommt erst noch. Man könnte jetzt auch bis abends warten und so ein bisschen spionieren, verfolgen, wohin Buddy sich begibt. Aber hier steht doch schon Buddys Truhe. Aha, da sind natürlich auch seine Rüstungsplatten drin und ein paar Trauben. Es ist ein Traum. So, und ebenfalls hat der Bursche irgendwas von Sarkophagen erzählt. Da will ich mich gleich mal hier umschauen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay. Dann würde ich sagen, Schloss eröffnen. Wieso Zeit mit Dietrichen vergeuden, wenn es so auch mit einem Fingerschnippen geht? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Zack. Und die Antwort auf die Frage lautet, es gibt keinen Grund. Hier steht was über Artefakte. Interessant. Oh, da steht interessant. Eine Warnung vor ruhelosen Gebeinen in einigen Sarkophagen. Okay, also muss ich auf der Hut sein, nicht dass hier auf einmal ein Skelett rausspringt. Was in einigen Sarkophagen ja der Fall sein kann, wie wir gerade erfahren durften. Aber hier ist ein ruhendes Bein, kein ruheloses. Warum werden ausgerechnet hier oben Sarkophage verwahrt? Na, wie auch immer, hier scheinen keine ruhelosen Gebeine drin zu sein. Dafür aber ein bisschen Silber, was ich natürlich auch sehr gerne an mich nehme. Silber ist auch eine feine Sache, ja. So, was haben wir hier noch? Ein Zahn. Den ziehe ich auch immer ganz gerne aus dem Schrank. Ich will die beide nochmal anklicken, aus Neugier. Aus Neugier, um zu erfahren, ob dann vielleicht ein Skelett rausspringt, aber scheinbar nicht. Nun gut. Geil, Mann. Schaut mal, wo ich hier bin. Kann ich hier vielleicht? Nee. Doch! Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Ja, man kann irgendwie, also es ist ein bisschen hier so hakelig, ja, aber man kann von hier nach hier und dann kann man von hier sogar bestimmt auch aufs Dach, oder? Oder etwa nicht. Komm, Alter, jetzt bin ich so weit gekommen hier, Mann. Kann nicht sein, dass ich jetzt nicht... Alter! Junge, Mann. Ich back fest. Ich häng fest, komm mir nicht mehr weg. Was ist los hier? Hallo. Hallo, Freunde. Hallo. Es geht ab, Mann. Der Mensch, der braucht Musik. Ich kann nicht mal neu laden. Ah, doch. Ganz schnell in dieser kleinen Pause muss ich F9 drücken. Na gut, was soll's. Sarkophage habe ich ja leer geräumt. Schrank habe ich leer geräumt. Also von daher. Alles in Lot auf dem Boot. Und ich glaube, damit habe ich auch schon alle Rüstungsplatten, oder? Das ist die Lukor gibt mal 400 Gold. Der andere weiß ich gerade nicht mehr. Aber es geht hier nicht nur um die Belohnung. Es geht ja hier auch um... Tja. Nochmal probieren. Es geht ja hier auch um eine politische Entscheidung. Wer wird die Stadt regieren? Ne? Oh, wow!
Geil. Das um 1 Millimeter nach rechts und ich wäre richtig schön auf die Fräse gehagelt. Was ist los? Habe ich den Akrobatikring nicht an? Ah, ja, okay. Verstehe. Zack, jetzt brauche ich den kurz und dann brauche ich ihn schon wieder nicht mehr. Buddy. Ich habe deine Rüstungsplatten. Aha. Du hast was? Och, du bist ein ganz mieser Dieb. Genau wie du. So ist es. Also, ich wünsche trotz allem natürlich noch einen sehr angenehmen Tag. Dann kippe ich mir einmal einen Heiltrank hinter und schaue mir an, was der sozusagen hat. Gar nichts. Mit Annika habe ich ja schon... Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir richtig gelangweilt. Sergio Leone. Womit habe ich die Ehre verdient? Ja? Du bewahrst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Und was ist der andere Grund? Schon mal einen Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkeizelle, oder? Sie nennen ihn Adlerkind, weil seine Augen so scharf wie von einem Adler sind. Der Mann in der Hafenkeizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Ganz schön gemein. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanovs Gold zu finden. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein, wenn ich bloß wüsste, wo. Im Gegensatz zu dir trage ich nicht so eine Rüstung, also kann ich mir vielleicht ein bisschen mehr erlauben bei dem. Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanovs Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen, findest du nicht? Klar, macht Sinn. Jeder Gegenstand aus Gold sind auch Goldmünzen, mit denen wir bezahlen. Willst du mich verarschen? Ich werde Romanovs Gold für dich finden. Hm, sehr löblich von dir, Kleiner. Nicht klein. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Ha, das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Naja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Naja. Immer dieses Naja. Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Oh, was ist das für ein Dialog? Richtig gehaltvoll. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Ja, Mann, hier am Hafen rumgammeln. Der Inquisitor, wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Ja, Mann. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Ich werde ihm so oder so begegnen, keine Sorge, Mann. Auf jeden Fall schaue ich mir den Burschen in der Hafenkeizelle mal ein bisschen genauer an, ist doch klar. So, wen haben wir denn da? Hallo, Dick. Hey du, was lungest du hier herum?
Hier hat keiner was zu suchen. Reißt sich zusammen. Dick. Mach dich nicht so wichtig. Ich gehe dahin, wo es mir passt. Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe. Was glaubst du, wer du bist? Wenn du mir nochmal so blöde kommst, poliere ich dir die Fresse, klar? Oh, hab ich aber Angst. Und? Alles in Ordnung? Der Letzte, der versucht hat, dir was zu klauen, hat ordentlich Prügel kassiert. Also halt deine Finger bei dir. Okay, ich würde nie was anderes wagen. Du Hundesohn hast meinen Zellenschlüssel geklaut. Ist nicht wahr. Mach, was du willst. Aber weh, ich krieg wegen dir Ärger mit den Weißen, klar? Sollen wir uns das nicht ein bisschen prügeln? Ach, schade. Man kann eigentlich eine zusätzliche Quest kriegen, wenn man mit dem, dass man ihm dann eine Ablenkung schickt und so. Aber na, egal. Ich habe den Weg des Taschendiebs gewählt, also ziehe ich ihn auch durch. So, schau mal, was hier drin abgeht. Da habt ihr auch schon Romanov, Piraten-Captain, ne? Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Der hat auch denselben Synchronsprecher wie Captain Stahlbart in Risen 2. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Okay, Ivan Igor, dann erzähl mir mal, wer bist du wirklich? Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren. Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Weißt du, man bekommt hier mega Bock so. Man denkt, boah, diese ganzen Städte und Orte, die werde ich in Risen 2 oder in anderen Teilen alle besuchen können. Und dann gibt's die einfach nicht. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Okay, das ist so eine Androhung, die dann in Risen 2 immerhin wahrgemacht wurde. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Na gut, ich sag mal so. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Ist das eigentlich dein Kahn, der da draußen vor Anker liegt? Das ist das einzige Schiff in der Stadt. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere, Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt? Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Interessant. Okay, das heißt, Romanov und Stahlbart sind also Endgegner. Das sollte man auch mal im Hinterkopf behalten. Also falls man es auf Pattys Seite schlagen wird, Romanov jetzt nicht unbedingt so mein bester Freund werden. Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten.
Okay. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da könnt ihr lange warten. Wie er rumschreit. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Die Lache, Alter. Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Verstehe. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich noch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Deine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? So, das ist jetzt auch das Geheimnis darüber, wo sich sein Gold befindet, was gelüftet wurde. Okay. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Na gut, wenn du nicht mit mir drüber reden willst, dann rede ich halt mit dem Ordenskrieger da drüben ein bisschen eingehender darüber und gib ihm das Geld vielleicht sogar. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Ja. Später dann. Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Na, ja, die Burschen sind ja überall verteilt. Ein paar von denen haben wir schon getroffen. Stahlbart hat eine Baracke hier in der Stadt. Verdammt. Woher weißt du das? Vasili hat es mir erzählt. Warum geht er nicht gleich zu Patty damit? Er soll Patty bewachen und die Schnauze halten, verdammt nochmal. Es ist zum aus der Haut fahren. Der flippt aus wie Meister Eder damals. Pubuckel! Wozu lässt du Patty bewachen? Du scheinst ja sowieso schon fast alles zu wissen. Also, hör gut zu. Gregorius Stahlbart, dieser elende Hundesohn, ärgert mich schon seit vielen Jahren. Immer wieder lieferten wir uns erbitterte Kämpfe. So wie auch letzten Winter, vor den Riffen von Argorosch. Auf den Planken seines eigenen Schiffes hatte ich ihn schon fast am Boden. Doch dieser feige Mistkerl entkam abermals. Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat er mir auch noch meine wohlverdiente Beute gestohlen und die Hälfte meiner Männer getötet. Seitdem ist Stahlbart wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte sagen, Patty und ich haben dasselbe Ziel. Dasselbe Schicksal. Wenn ich Patty auf der Suche nach ihrem Vater folge, werde ich am Ende die Erfüllung meiner Rache finden. Ich finde es so witzig, wie er seine Worte, die er ausspricht, regelrecht gurgelt. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Hey, was ist das für ein Umgangston, Mann? Ich hätte es ja gemacht, aber so, na gut, so mach ich's auch. Aber ich überleg's mir vorher zweimal. So, einmal überlegt, zweimal überlegt. Gut, ich mach's. Das hier sieht irgendwie schon eher aus wie ein... mit den Schilden und so. Das sieht irgendwie eher aus wie ein Schiff von der Armee. Aber wenn's von der Inquisition wäre, dann wären doch Inquisitionswappen zu sehen, ne? Ey, du machst deinen Job richtig gut mit Schiff bewachen da oben, muss ich schon mal sagen. Juckt den Burschen gar nicht, dass ich hier durch die Waren spaziere. Und hier sogar eine Hornmuschel und eine Fackel absahen. Geil, da habe ich die eine Fackel, die ich jetzt gerade verwende, direkt wieder drin. Geil, Mann, hier schön hochklettern wie ein Black Flag. Jetzt übertreiben wir nicht, aber das ist das einzige Schiff,
dass in Risen 2 gibt, in Risen 1. In Risen 2 gibt es mehrere, aber das Einzige, was in Risen 1 gibt, und man kann auch drauf. Geilerweise, so. Lagerhaus, da soll ich mich reinschleichen und seine Schatulle klauen, aber wäre langweilig, wenn ich da einfach den regulären Weg gehen würde. Ich bin aber immer gerne ein bisschen kreativer unterwegs, so auch heute. Irgendwann wird es so eine Doku geben. So über Alltag im Hafen von Faranga. Jeden Morgen um 7 beginnt Buddy seine Arbeit als Kistenschlepper. So auch heute. Und dann kommt so ein Interview-Szenario. Oh Mann, am Anfang habe ich ja gedacht, das ist leicht verdientes Geld, aber mittlerweile geht mir der Job ganz schön auf den Sack. Buddy hat Probleme, mit dem Lohn auch noch seine Miete zahlen zu können. Und dann sieht man so seine abgefragte Bude da oben. Mann ey, diese Truhe hier war mein Ein und Alles, aber dann kam so ein Typ und hat meine Rüstungsplatten geklaut. Und dann sieht man so, zack, wie die Kamera in die leere Truhe reinfährt. Wenn ich den Burschen in den Finger krieg. Offenbar hat Buddy Schwierigkeiten damit, seinen Zorn im Zaum zu halten. Und dann sieht man im Hintergrund, wie der Held vorbeischleicht und mit den ganzen Rüstungsplatten entweder zu Luko oder zu einem anderen Typen geht, na, wie auch immer. Apropos andere Typen. Er kann sein Lagerhaus da vorne noch so gut bewachen. Der wird niemals sehen, dass ich hier oben. Über diesen geheimen Weg ins Lagerhaus reinschleich. So, das Ding hier ist auch cool. Kann man Waren reintransportieren. Quietsch. Oder auch nicht. Messer und Käse. Das ist, glaube ich, hier ein Geheimvorrat für nach Feierabend. Ne? Gönnt er sich den immer noch. Dazu einen guten Wein und dann Blick aufs Meer. Es ist ein Traum. 65 Gold. Geil, Mann. Ich hatte neulich schon die 1000 geknackt, jetzt bin ich bei 100. Egal. Romanovs Truhe, da ist er. Sehr schön. Die Verzierungen auf diesen Truhen sind auch so schön. Romanovs Schatulle und ungewöhnlich schwer für seine Größe. Ja, warum? Weil sie vollgepackt ist mit Goldmünzen. Deswegen... oder eher Goldschmuck, drum muss er wahrscheinlich auch abgegeben werden. Er der Schmuck, aber es das Gold. Ich glaube nicht, dass ich hier nicht differenzieren würde. So, links, links, rechts, rechts, kein Problem. Ich finde es so schön, dass Risen 3 wieder das alte Schlossknack-System aus Gothic 1 und 2 eingeführt hat. Nur halt, dass es immer links und rechts immer nur gleich viele Optionen geben kann. So, plumps, ein Stockwerk tiefer. Schleich doch, sonst entdeckt er mich noch da unten. Von hier kann man auch in diese Bude rüberschleichen. Und das liebe ich ja auch wieder, wie alles miteinander verknüpft ist. So, zack, wunderbar. Eisenerzbrocken. Sehr gefragt bei Schmieden. Ich bin kein Schmied. Vielleicht werde ich noch einer werden, vielleicht aber auch nicht. 25 Lernpunkte habe ich übrigens gerade, wollte ich nochmal abchecken. Hat er mich entdeckt? Ja. Raus! Ja, ganz ruhig. Wow. Ja, ganz. Typen wie dich will ich hier nie wiedersehen. Ganz ruhig. Wow, wow, wow. Der holt gleich seinen großen Freund. Na gut, besser ist, dass er seinen großen Freund rausholt. Hier ist auch eine Truhe, wie ich mich ganz frech direkt wieder hinter ihm reinschleiche. Da kenne ich gar nichts. Schade. Links, rechts, rechts, links vielleicht? Nein. Links, rechts, links, rechts. Ist eigentlich auch gut mit den Farbkurzen. Kann man sich besser einprägen, wenn man es falsch macht, wie man es beim letzten Mal hatte. Sie haben das optimiert. Sie haben das alte System genommen und noch weiter optimiert. Wobei natürlich jede zusätzliche Anzeige, die unnötig ist, ein bisschen die Immersion stört. Aber in dem Fall macht es einfach das Gameplay lockerer. Ja, es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, diese bunten Farben zu sehen, wenn man da links und rechts drückt und so, finde ich. Grün, blau, grün, blau, grün, blau. Da kommt einfach Freude mehr auf, wenn ich das sehe. So. Hat er noch keiner entdeckt, oder? Da war ich noch nicht, oder? Wollen wir mal einen Blick hinein riskieren, so schön aufmachen. Aha, Nautilus. Und Gott. So viele wertvolle Spruchrollen habe ich jetzt schon hier überall gefunden, Mann. Da bin ich regelrecht stolz drüber. So, da hinten wurde ich erwischt. Das heißt, hier die Sachen habe ich wahrscheinlich auch nicht. Hä, was geht ab? Wo kommt die Sonne her? Wo kommen die Schatten her? Macht keinen Sinn.
oder? Das ist die Farbe des Fußbodens. Und warum habe ich dann die Schatten auch im Genick? Hä? Ja. Das weiß keiner. Und damit endet so die Geschichte. Es war alles, was sie jetzt erlebt hat, war so eine Geschichte, die ein alter, weiser Mann am Lagerfeuer erzählt hat. Und dann am Ende fragt so eins von den Kindern, und warum hat er dann den Schatten im Genick? Dann sagt er so, das weiß bis heute keiner. Und dann ist es zu Ende einfach, versteht ihr? Dann müssen die Kinder ins Bett, weil schon nach 10 Uhr und das ist keine Uhrzeit mehr, an der man sich Geschichten am Lagerfeuer reinziehen sollte. Okay. Ich habe Romanovs Gold, was mache ich jetzt damit? Soll ich es direkt dem einen Heini hier geben oder? Ne, ich besorge erstmal die goldenen Schalen auch noch alle. Und wenn ich die dann habe, dann habe ich alle Artefakte für den und Romanovs Gold und dann kann ich entscheiden, wie ich die jeweiligen Quests löse. Und dann gibt es da hinten noch... Ich glaube, ich gebe Romanov sein Gold, aber ich gebe den anderen Kram wiederum dem... Also, dass es wieder ein bisschen spannend bleibt noch so, dass es nicht direkt sich für eine Seite entscheidet. S. Ja, ich meine ich mit S. So, haben wir gehört. Das Jack der Leuchtturmwärter. Ein paar Geheimnisse hegt. Mahlzeit. Na, mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Das hängt davon ab, was der alte Jack so tun kann. Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetackelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Draußen in dem Busch vor meinem Fenster brüten Vögel und immer wieder kommen die mit Futter angeflattert und verschwinden im Geäst. Süß. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Klar. Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Mann, Turm, alles dasselbe. Rein damit. Lass uns handeln. Das Spiel ist so schön. Es sieht überall so schön aus. So eine schwarze Perle. Schwarze Perlen sind sehr selten und wertvoll. Das stimmt generell schon, aber trotzdem kaufe ich sie nicht. Schild behalte ich lieber mal noch. Wer weiß, wenn ich wieder eine Einhandwaffe anlege. Der Chinese, ja, das siehst du. Da merkt man richtig, das ist einfach Treibgut, was er am Strand gefunden hat. Und zwischendrin so ein Spruchrolle, wo ich gedacht habe, oh, die sieht aber besonders wertvoll aus. Die hebe ich mal auf. So, hier komme ich leider auch nicht hoch. Schade. Macht es ihm überhaupt was, wenn ich hier reingehe? Nö. Dem liegt sein großer Freund gar ohne nicht. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Aha, so und hier oben ist nämlich die letzte Goldschale. Seht ihr das? Warum habe ich überhaupt Telekinese auf Nummer 7? Wann habe ich das denn gemacht? Ich weiß nicht mehr, aber... Man kann da auch hochklettern, aber es ist jedes Mal so ein Krampf. Darum habe ich mir jetzt einfach mal den Luxus gegönnt, diese Spruchrolle zu verwenden. So, Jacks Schlüssel, das hat ja der eine der Kneipenwirte in der Gosse hat mir schon verraten, dass sich Jacks Schlüssel auch hier irgendwo im Turm befindet. Und darum will ich mich da auch unten gleich mal reinschleichen. Oh, süßen Schubkarren. Brathering, den wollte er sich eigentlich heute Mittag gönnen, ein bisschen asozial von mir. So, irgendwo hier muss... Hier ist sein Bett auch. Irgendwo hier muss der Schlüssel sein. Da, Jacks Schlüssel, sehr gut. Ach, ist das gemein. Ich sollte ihn wenigstens wieder zurückhängen. Es tut mir ein bisschen leid, ihn so zu nehmen, aber ich kann ihn leider nicht mehr zurücklegen. Ist ja cool, wenn das auch noch die Option wäre. Aber wie gesagt, irgendwann muss man auch 5 gerade sein lassen, sonst kann man sich zu Tode entwickeln in so einem Spiel. Knack. So, sehr gut. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, auch alle goldenen Schalen beisammen, richtig? 3. 3 an der Zahl, genau, so ist es. So, das heißt...
Was könnte ich denn überhaupt mit den goldenen Schalen machen, wenn ich sie nicht dem Ordenskrieger geben würde? Ich weiß es gar nicht. Oder kann ich sogar die Schalen dem Ordenskrieger geben? Und die Rüstungsplatten Lukor? Ich weiß es nicht. Bisher steht es ja 1:1 Orden gegen Don, ne? Mal schauen. Das Blatt wird sich schon noch wenden. Also, in dem Sinne, dass es irgendwann nicht mehr 1:1 steht. Das wird sich wenden, da steht so ein Banditen gegen Don, nicht 1:1. Banditen gegen Ordenskrieger, sondern Ordenskrieger gegen Banditen 1:1. Ich kann hier zweimal für... Okay. Hier, ich habe deine 3 Goldschalen gefunden. Na sowas. Ich bin sehr beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass du die Artefakte noch abfängst, bevor sie beim Don im Banditenlager landen. Alter. Ich werde Kommandant Carlos von deiner Tat erzählen. Nur weiter so, dann wirst du es noch sehr weit bringen. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aussuchen. 200 Goldstücke hierfür absahen und dann von Lukor nochmal 400 absahen. Gebonkt. Gib mir das Gold. Wie du willst. Geil. So, okay, und jetzt bringe ich Lukor die Rüstungsplatten. Das ist ja ein richtiges Späßchen, was ich mir erlaube, Mann. Ich ziehe Profit aus beiden Seiten raus. Schau mal. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu bereden. Hier ist dein Gold. Und deine 150 extra. Ach so, ja, eben. Abgemacht. Ich dachte gerade. Hier, nimm das Gold. Geil. So, und direkt wieder auf 1000. Gerade noch mit 50 gammeligen Goldmünzen rumgerannt und jetzt direkt wieder die 1000. Schön voll. 1000 Goldmünzen wandern pro Tag in meine Tasche rein. Damit kann ich leben. Das mit den Rüstungsplatten hat sich erledigt. Dieser verdammte Lukor glaubt wohl, er kann machen, was er will. Doch, offensichtlich. Ach, eines Tages werden wir uns die Banditen vornehmen. Offensichtlich so, wenn der wüsste, dass ich meine Finger im Spiel hatte bei dieser Sache. So, na, Sergio. So, Schatulle von Romanov. Ich muss... Lass mir überlegen. Nee, ich gebe Roman noch seinen Kram. Weil irgendwie finde ich das cool. Es ist ja immer gut, mächtige Freunde zu haben. Und es gibt noch genügend andere Quests, wo ich für den Orden spielen kann. Jetzt wird es gleich 3 von 4 für die Banditen sein. Das wird ziemlich brenzlig. Hart an der Grenze wird das sein. Ja, aber... Tja, so ein bisschen Spiel mit dem Risiko. Spiel mit dem Feuer. Hier, hast du deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut, dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Ja. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Engel, Hand. Nicht Bengel. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Mach mal fix, sag ich dazu. Abgemacht. Geil. So, egal. Ich habe ja noch weitere Chancen, um dem Orden zu dienen, also jetzt hier nicht verunsichern lassen. Und? Was ist jetzt mit dem Gold von Romanov? Hast du schon was gefunden? Naja. Nein. Hätte ich mir denken können. Die Aufgabe war offensichtlich zu schwer für dich. Geh jetzt. Ich hab zu tun. Hahaha. Wart mal ab, Mann. Eines Tages werde ich im Rang weit über dir stehen. Ja, dann merke ich mir, wer mich immer noch mit Respekt behandelt hat oder mit wem da die Emotionen ein bisschen zu sehr durchgingen. Ne? Ich merke mir das. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Aber hey, Sergio, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann. Ne? Auf jeden Fall, Freunde, eins ist klar und unumgänglicher Fakt, und das kann wohl niemand leugnen. Das da vorne ist der Puff der Hafenstadt. Und da gehen wir beim nächsten Mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles erdenklich Gute euch. Gebt gerne einen Daumen hoch. Ciao.